So Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE SmackDown vs. Raw 2009. Ja, ihr seht richtig, die Road to WrestleMania mit dem guten Chris Jericho. Eine Ausgabe haben wir hinter uns und jetzt folgt auch schon die zweite, jeden Tag um 18 Uhr, solange die Road to WrestleMania noch läuft. Ist ja klar, ne? Ist ja klar. So, beim ersten Mal oder beim letzten Mal war es ja so, dass wir ein Match gegen Jeff Hardy gewonnen haben. Somit sind wir jetzt im Fatal 4-Way Number One Contendership Match für die WWE Championship. Und nach unserem Sieg kam so eine komische Nachricht auf dem Titantron, so dass jemand uns einen Spaß erlaubte oder sowas und meinte, oder mit der Fragestellung, who will save the savior? Wer wird den Erlöser retten? Und dann terminate Jericho, also eliminiere oder vernichte Jericho. Und jetzt haben wir so den Verdacht, dass Finlay dahinter stecken könnte, nachdem uns jemand zugesteckt hat, dass er so in der Regie da irgendwie abhängen oder so. Und er will jetzt nicht wirklich mit den Worten rausrücken und deswegen sollen wir ihn jetzt backstage mit der Walls of Jericho zum Tappen bringen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Weiter spielen. Here we go! Ich habe nur 5 Minuten Zeit. Soll ich hinkriegen? Ach nee, fuck. Ist ja, probieren wir mein Bestes. Muss ich erstmal seinen Körperschaden auf Rot machen, sowas in der Art, ne? Ah ja, mal sehen. Doof an Finishern. Ah. Mal sehen, ob wie gut mir das gelingt oder wie schlecht. Mal sehen. Mal sehen. So, das ist ja im Prinzip wie ein normales Match. Jetzt habe ich hier alle Möglichkeiten. Das ist ja schon mal besser als oder besser gelöst als in den aktuellen WWE-Spielen. So, du stehst jetzt bitte auf. Nachdem ich den paar Mal auf den Körper getreten habe. Haben wir denn noch so viel Quick Rapids? Die mache ich ja ganz gerne. Oh, schön! Der Job gefällt mir. Den mal gleich nochmal. Hätten sehen wir Maria, ne? Ist das Maria? Müsste Maria sein, ne? So, erstmal hier einen auf Jeff Jarrett machen. But! Jetzt kommt. Klappt nie, wie man will. Klappt nie so, wie man will, muss man ja sagen. Haben wir dann einen zweiten Finisher, einen Codebreaker. Der geht ja nicht auf den Körper. Deswegen werde ich mal eher versuchen. Oh, ein Spear haben wir hier noch. Die Walls of Jericho immer als Finisher zu machen. Während finde ich hier. Die erstmal kontert, ne? Ja, dann hat er dieses Cross, ne? Celtic Cross. Irgendwie so war der Naht. Ist aber er ist schon gelb am Tor. So, immerhin, immerhin. Na, aber er hat auch ein Spear als Running Move. Fuck. Ja! Der hat er als Finisher. Wusste ich doch nicht. Indian Deathlock oder was das ist. War ein Indian Deathlock, ne? Müsste ich hinhauen. Manchmal bei diesen Fußverknotungsaktionen komme ich nicht so ganz hinterher. Mit den Namen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das für ein Move war. Jetzt haben wir schon wieder fast 2 Minuten verbracht hier mit dem Mist. Na, ich zeig dir jetzt ein ich will doch mal zeigen, wie ein Spear aussieht. Come on! Warte, genau, ein bisschen weggehen. Und dann komme ich angeflogen. Dann ist er nämlich schon orange. Wie sich das gehört. Gleich nochmal. Und jetzt ist er in dem. Oh, jetzt ist er rot. Und jetzt. Die Walls of Jericho. Die muss aber jetzt reichen, ne? Die muss aber reichen. Aber die Spears haben ganz schön viel abgezogen, wa? So. Zählt euch. Tap. Ja. Er wird mit uns reden. Mal sehen, was er so auf dem Herzen hat. So. Hören wir zu. Now spill it. Or I spill you. Okay, listen, Chris, don't shoot the messenger. Last night I got an envelope full of money and instructions to play a DVD after your match. You didn't make the video? No, I swear. I've got my eye on you. Immerhin. Ein Hinweis! Blues Clues. Oder so, ne? Er ist also der Bote. Naja. Wer steckt also hinter dem Ganzen? Das bleibt ein Mysterium. Aber wir müssen erstmal unser Match hier bestreiten. Dieses Fatal 4-Way Match, damit wir Number One Contender werden. Oh, Fatal 4-Way Match ist gewinnen. Ey, das wird doch wieder nix. Ich wollte mal nachgucken. Spieloption. Ja, ist alles richtig eingestellt. Und dann würde ich mal sagen, geht's los. Ah, oh, eine Cutscene! Oh, ein Glück muss ich nicht selber spielen. Ein Glück. Mal sehen.
Oh, doch. Was? Doch. Meine Cutscene sah so aus. Normalerweise kommt da irgendeine Bedingung oder so. Stimmt. Kommt irgendwie eine Cutscene zwischendurch. Das wäre jetzt meine Vermutung. Oh, Triangle Dropkick. Nice gemacht. Hier von mir. Einfach mal eine. Ich gehe erstmal auf Ken Anderson. So. Ist der. Ach nee, Quatsch. Mr. Kennedy heißt er hier noch. Nicht Anderson. Aber diese Kamerafahrten, die sind so nervig. Macht man gar nicht. So. Jetzt sieht es aus mit den Regeln. Die Q ist aus. Okay, Roadbreak ist ebenfalls aus, immerhin. Mal sehen, wie lange es dauern wird, bis hier mal ein Sieger feststeht. Oder ob das überhaupt hier relevant ist, die Frage. Nein, 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 nein. So eine Strike-Kombo kann ich auch machen. Und jeden verwirren. In der Umgebung. Na, warte mal, warte mal, warte mal. So, zack, Light Solge. Und ich treffe sogar. Nice. Können wir gleich nochmal machen, wa? Zack. Sehr schön. Wir sind oben links in der HUD-Anzeige. Der Hut-Anzeige, ne? So, was machen wir da schön? Machen wir Codebreaker. Badam. Wird noch nicht reichen. Von daher bleiben wir noch mal ein bisschen bei Ken hier. Ken Kennedy. Ken Kennedy. Können wir nicht rausgehen oder was? Können wir nicht rausgehen? Nö. Interessant. Wieso kann man nicht rausgehen? Das wäre noch schwieriger. Wie soll man denn die Kollegen in Schacht halten auf diese Art und Weise? Mal sehen. Nein. Haben wir noch ein schönes. Ich muss erstmal mit dem Strong Modifier ein bisschen umdenken. Hopp. Hopp, hopp. Wo war der Bulldog? Ach, da hinten. So. Oh, wir haben einen Roll-Up statt einem Spear. One, two. Schade. Aber wir haben noch ein Spear hier. Wenn das so ist wie beim Backstage Brawl. Ach, nö, dort ist nicht so. Anscheinend war das ein Backstage Brawl Ding. Zack, wunderschöne Bulldog. Gehen wir jetzt mal für einen weiteren Codebreaker. Ups. Ich hoffe mal nicht, dass ich ihn abkriege. Kennen die jetzt schon mit einem orangen Torso? Let's go away. Let's go away. Let's go away. Hintergrundmusik natürlich wie immer von Shira D. Ihr kennt das Ganze. So. Zack. Und dann machen wir nochmal hin. Schon mal sieht beschäftigt aus. One. Will auch gar nicht eingreifen. Reicht, hab gewonnen. Elimination? Boah. Wie? Oh, dann ist ja easy. Dann ist ja alles okay. Warte mal, wo war das? Zurück. Warte. Matchregeln. Das steht doch gar nicht mit Elimination. Battle 4-Way Matches sind normalerweise ohne Elimination. Ah, steht Battle Royal. Aha. Aber es hieß doch Battle 4-Way von Shane McMahon. Ja, denn ist ja alles halb so schlimm. Denn ist ja alles halb so schlimm. So, macht euer Mr. Lion Randy Orton so gut wie noch gar nicht angeschlagen. Und ich schon wieder. Ah, oh, die sind beide so widerstandsfähig. Let's get away. Und in den Roll-Up. Oh ja, in den Roll-Up. So, macht mal euer Mr. Lion. Ich taunte. Genau. Ich taunte. Deal, deal, deal. Ja. Das ist ein bisschen unfair gewesen. Fahrrad beschäftigt, habt ihr doch gesehen. Let's go away. Orton jetzt hier mit Finish am Start. Nicht bei mir, nicht bei mir. Geht zu. Schau mal, ich mach erst ein DDT und dann ein Pancake. Du kennst ja die Kombo mittlerweile. Ne? So, wunderbar gemacht. Hier kann man nie anders sagen. Good grief. Good grief. Jesus Christ. So, mach auch dein Finisher. Ihr habt doch beide davon genug. Mach. Oder macht ihr vorzugsweise eher die Finisher, die am Boden sind. Habe ich so den Eindruck irgendwie. Was meint ihr, Freunde? So. So, taunt nochmal weiter. Bis zum Signature Move dann. I don't know why I'm feeling this.
So, zack! Ob der Kick reicht? Gute Frage. Wir werden es gleich erfahren. Ich denke eher nicht. Nee. Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. Geh lieber weg, weg, weg. Verziehe mich ein bisschen in die Ecke, würde ich mal behaupten. Während Randy Orton seine Kräfte zeigt, aber Shawn Michaels da eine Spur schlauer. Ne, ich kann auch ein paar schöne Aktionen zeigen, hast gesehen, ne? Nicht nur du bist clever drauf. Shawny. Na. Uha, ja, aber gut, die Collette. Einmal den anderen weggeklatscht und dann einmal ausgewichen. Das kann auch nur ein Jericho. So, Orton, mach doch mal dein. Aha, macht jetzt sein Dings hier. Seine Signature Move oder sein Signature Move. Mal sehen. Ob er jetzt schon fürs Cover geht. Bin gespannt. Geht er fürs Cover? Na, nicht mich angreifen. Ich bin nur noch der Letzte, den du angreifst. Okay. Okay. Haben wir HBK da irgendwas an der Ecke? An Signature Moves oder irgendwie so? Bin gespannt. Wer das denn finden? Na, nur. Das wollen wir es gerne, oder mit solchen Sachen fangen wir es gar nicht an, ne? Ich könnte ein bisschen kuscheln, während ich mir ein paar Finisher ertaunte. Kennt man ja. So. Ich bin hier. Nein, macht euer Mist alleine, eure Schmankerle. Ja, sieht gut aus. Sind beide schon orange, ne? Ja, warum zählst du nicht, Chiri? Ah, fällt dir auch mal ein. Das ist ja schön. Das ist ja schön. HBK. So. Jawohl, warte mal. Zack, Ort. Codebreaker. Der muss jetzt aber reichen. Zum Sieg. Oder zur Elimination. Und dann fehlt nur noch Randall. Was? Bisschen mies, ne? Du bist rot. Checkst du das noch? Rot bist du. Das bedeutet, du bist kaputt. Du bist kaputt. Kaputt. Boah, macht euer Mist alleine. Geht jetzt ins Cover direkt? Nee. Mist. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben ein paar Strong Rapids. Mal sehen. Vielleicht reicht das ja zum Sieg. Und dann könnte ich direkt Randy Orton den Codebreaker zeigen. Das wäre ganz nice. Jawohl. Und jetzt nur noch. Der Codebreaker. Breaker. Wie ein richtiger MacPommer gesagt. Codebreaker. Zieh durch. 1, 2. Gar nicht nett, gar nicht nett. So. I miss you. Dann machen wir noch in dieser Episode. Dann sage ich euch jedenfalls, ja, bis wir einmal gewonnen oder verloren haben. Ich hoffe mal, ob ein Sieg wäre so mein Wunsch. Wäre so mein Anliegen. Ich hoffe, das ist okay für euch. So. Codebreaker erneut. Ich muss ihn ja gar nicht ziehen, ich erinnere mich. 2 und. Streite mal, genau. Streite mal mit dem Onkel. Da bringt mir ja gar nichts für die Finisher-Leiste. So ein bisschen mies. Warte mal, dann können wir mal die Submission ansetzen. Vielleicht geht die auf den Kopf. Na. Come on. Come on. Come on. Nein! Ich drück den Strong Modifier zu kurz. So, danke. Ach nee, sie funktioniert gar nicht. Ist gar nicht mit. Na, gerne mich. Machen wir mit dem Line Soul zu Ende. Meinetwegen. Meinetwegen. Wir warten nochmal. So war das. Wir werden nochmal drehen. So nicht. Stimmt mit Kreis oder irgendwie sowas. Du sollst dich. Nein, ich habe Bono, das ist nicht gut. Nein. Zack. Du sollst dich hinlegen. Nein! Gibt es nicht, ne? Ich möchte es mit einem 9 Zoll beenden, das ist nicht so schwer. Geh doch! Ins Cover!
Out. What? Okay, Cup. Zwei. Nee. Bisschen pissy, ne? Ja, noch mein Finisher verloren. Probieren wir gleich nochmal einen Pin. Warum nicht? Ah, wir sind so verzweifelt einfach. Schade. Chiri, zähl mal schneller. Genau. Wollen wir nochmal normal 9 Zoll oder so was in der Art? Oder wir machen... Ah, komm. Wollen wir ihn tappen? Wollen wir ihn zum Tappen bringen? Stimmt auch ganz nett. So, mal erstmal Chop. Pfeil nochmal runter. So. Jawohl. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Und jetzt nur noch. Get tap out. Tap. 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 Jawohl. Wollt aber auch Zeit, ne? Freunde. Wollt aber auch Zeit. Come on down. Keine Kinkerlitzchen oder keine Interferences oder sonst was. Mal sehen, vielleicht kommt noch was. Ach, John Cena ist der aktuelle Champ. Wer sonst? Wo kommt der Savior? Ja, Sign of the Week. Kommt nichts mehr, okay. Ja, würde ich mal sagen, beenden wir die Episode an dieser Stelle. Wir sehen uns dann morgen wieder um 18 Uhr bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play Spectre vs. Raw 2009, die Road to WrestleMania mit Chris Jericho. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Resttag. Daumen hoch, wäre cool. Adblock aus. Euer Franz zockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.